Jo Leute, was geht ab und endlich mal wieder ein Willkommen zur F1 21. Unsere Team Season, wir sind in Le Castellet in Frankreich und es ist sehr regnerisch das ganze Wochenende. Ja, ist jetzt nicht meine Traumbedingung, aber es macht viel mehr Spaß. Es ist eines der verrücktesten Rennen, die ich persönlich jemals in F1 21 offline gefahren bin. Es wird zwei Safety-Phasen geben, urviele Crash und vieles mehr. Also abonniere gerne den Channel. 5,8 Kilometer, 15 Kurven und 2 DRS-Zonen. Eine High-Speed-Strecke, verdammt schön und echt cool zu fahren. Sehr flach, also eher eine Teststrecke für Pirelli, aber trotzdem macht die Strecke ordentlich Bock. Vielen Dank, abonniert unbedingt gerne unseren Channel. Lasst euch gerne ein Däumchen rum da, Instagram, TikTok, IT-Gaming. Könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Es wird auch einen Adventkalender Daily geben, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. IT-JT auch auf TikTok oder auch auf its-tobi, den habe ich euch auch unten verlinkt. Und los geht's. Erste Kurve, okay erwischt. Wir haben hier das Privileg noch, es hat gerade erst zu regnen begonnen. Das Problem ist, wir hatten am Anfang 2 Minuten, nein 1.30 hatten wir leider irgendwelche Probleme schon wieder. Ich habe auch neu gestartet, die Probleme sind immer wieder aufgeploppt, deswegen musste ich die überspringen und konnte dann erst rausfahren. Und ja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, die anderen hatten eine etwas trockenere Strecke, die vor mir sind. Ich probiere uns mal hier noch ein bisschen Windschatten von Kimi Räikkönen zu ergaunern. Aber das wird nicht reichen, also wir werden da leider eher die sein, die durch die Finger schauen. Wir sind in der letzten Kurve, fährt gerade Hamilton los mit seiner Runde. Und, mein Gott, ja, Kimmermann, ich habe hier extra, irgendwie wollte ich hier an ihm vorbei, weil ich wusste, wenn ich länger hinter ihm herfahre, dann kostet das kostbare Zeit. Ja, und wir verlieren hier schon Zeit, das merkt man auch, es wird immer rutschiger. Eine zweite Runde habe ich dann auch probiert, die ist nichts geworden. Also das hier ist meine Pole-Runde, auch mit diesen ganzen Ausrutschen und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, mit Slicks auf Wet-Bedingungen ist jetzt nicht gerade so optimal. Also hier dann raus aus der Kurve, echt gut. Noch erstaunlich gut zu fahren gewesen. Also ich dachte echt, uns dreht es da gefühlt in der ersten Kurve weg, wie ich das im ganzen Regen gesehen habe. Aber wir kommen hier gut mit. Wir finden hier wieder einen, der uns ein bisschen mitzieht. Und der biegt schon ab, den ist es zu blöd geworden. Ich wusste aber genau, wenn ich jetzt nicht durchziehe, dann werden die ersten 5, 6, die mit Inters gefahren sind, werden dann das Glück haben oder das Privileg haben, dann die ersten 10 zu geben. Und auch so ist es dann auch. Wir sind schon 2 Sekunden langsamer als die anderen und jeder, der hinter uns herfährt, hat es dann noch weiter hinten geschafft. Massa hat einen sehr, 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 sehr guten Run und das gucken wir uns jetzt mal an. Der startet nämlich aus der ersten Startreihe auf den zweiten Platz hinter Perez und der ist auch schon eine halbe Sekunde hinten. Guckt euch mal die Abstände an. Vettel 0,8, Alonso fast 2 Sekunden, dann kommt Leclerc, Russell, da, die sind schon 3 Sekunden hinten, Tsunoda, wir dann auf 10, Ricciardo auf 9 vor uns, Giovinazzi und Bottas, die hatten alle ein bisschen Pech, Räikkönen und Stroll, dann Verstappen, der hat sich nur mit den Grünen noch qualifiziert, Latifi, Mick, Hamilton, ganz weit hinten, 11 Sekunden langsamer, Sainz, Ocon, die sind alle mit den Inters gefahren, Mazepin und Norrie, der Norrie wäre auch so Top 10 geworden wahrscheinlich, oder sagen wir mal eher so 12, 13er, also das ist echt ein Wahnsinn, wie diese Bedingungen heute waren, aber trotzdem, starten wir heute auch wieder im Regen vom 10. Platz, also es wird sehr spannend, ja da gab es eher eine Strafversetzung, glaube ich, weil wir waren eigentlich 11er, ach, der Start war alles andere als gut, aber trotzdem kommen wir ein bisschen besser weg als der McLaren, zur Not zieht er vorne weg, er will auch gleich gegen den McLaren verteidigen und wir müssen hier irgendwie in die erste Kurve rein. Mein Gott. Okay. Ganz, ganz vorsichtig. Echt ganz behutsam. Guck mal unten aufs Gas. Ich traue mich nicht mal richtig durchdrücken, weil das echt sehr, sehr tricky ist. Trotzdem kommen wir hier irgendwie auf den. Mein Gott, der wird safe zumachen, sage ich doch. Außen kann man sich das hier erlauben. Innen räume ich ihn dann ab. Trotzdem sind wir auf den 7. Platz vorgekommen. Es wird noch ein spannendes Rennen. Also auf jeden Fall. Aber eher um den Fight, um die ersten 3 Plätze. Also da werden wir heute hoffentlich mitreden können. Aber es wird einen harten Fight und einen engen Fight geben. Hamilton sehe ich da hinten. Der ist auch ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Aber beide Mercedes eher schlecht. Das ist gut für uns. In der Weltmeisterschaft sind wir Gott sei Dank noch erst. Aber in der Konstrukteurswelt können wir heute ein bisschen den Vorsprung von Mercedes verringern. Und unseren vielleicht sogar ausbauen. Wenn Mercedes nicht mal in den Top 8 ist, bedeutet das, beide können da maximal bis jetzt 3 Punkte holen. Sagen wir mal 4 mit der schnellsten Rennrunde. Das wäre natürlich super und wir holen da, keine Ahnung, Massa ist Erster.
Massa hat sich den ersten Platz gesichert und wir sind auch auf einen guten sechsten unterwegs. Das wären auch 8 Punkte, 25 für Massa, das wären 33 Punkte. Ich rechne schon damit, dass ich noch ein, zwei Plätze nach vorne komme, beziehungsweise der zweite Platz ist eigentlich das Ziel. Wird es der erste Doppelsieg in unserer MyTeam-Karriere, ich glaube überhaupt. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, doch, wie wir Verstappen letztes Jahr gehabt haben. Der war auch sehr, sehr stark. Ich traue mich auch hier noch nicht ganz so reingehen. Wir sind ja immerhin gerade mal in der ersten Runde. Sind nur 13 Runden. Wir werden wahrscheinlich nicht boxen, in die Box gehen müssen. Also es wird spannend. Massa auch mit der schnellsten Rennen. Und das wären jetzt schon 34 Punkte. Und nochmal zwei mehr. 36 Punkte. Also wir Alonso auch weit vorne wieder. Ocon ist da weiterhin. Pause. So, wir sind hier gut auch an Alonso dran. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Ich meine, unser Start an sich war ja eigentlich gut, die Reaktionszeit, nur wir kamen dann nicht vom Fleck weg. So, hier. Ja, da wurde. Deswegen mussten wir auch ausweichen. Es war so eine Kettenreaktion. Hatte gesehen, der Dritte oder so ist rausgedrängt worden von. Ich glaube, Tsunoda hat Russell rausgedrängt. Und nein, ein zweiter davon. Ich habe keine Ahnung, wer das war, aber egal. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Das war auch hier richtig eng mit Ricardo. Der wollte da nochmal reinstechen. Aber es ist natürlich eine Kurve, wo man nur allein reinkommt. Und ja, das war natürlich sehr dumm von dem Honey Badger. So, jetzt sind wir auch an Fernando dran. Lila im ersten Sektor. Und jetzt deckt er ab oder nicht? Ich wollte hier was Überraschendes machen und das, glaube ich, war auch überraschend. Normalerweise zieht man eher links hin. Ich wollte hier rechts vorbei an ihm und der Alter, der kürzt hier die halbe Kurve ab. Nur, dass er, oh mein Gott, ja, da war ich ein bisschen amused. Ich meine, da what the fuck, der kürzt hier die komplette Kurve ab. Nur, dass er wieder nach vorne kommt. Eigentlich war ich vorbei, aber jetzt hier mit einem, ja, ich keine Ahnung, war das ein Verbremser von ihm? Ich musste hier sogar ausweichen. Alonso. Du beherrschst die Bedingungen. Kappa. Nein, Spaß. Er ist natürlich ein guter Regenfahrer. Massa wieder mit der schnellsten Rennrunde. Aber die kann ich mir nicht holen. Also da bin ich eine Sekunde langsamer. Ist auch klar, ich muss auch ein bisschen im Verkehr hier herumarbeiten. Das Problem ist bei mir auch, diese Track-Limits sind im Regen und im Trockenen genau 1:1 gleich. Also man kann hier nicht mal sagen so, oh mein Gott, das waren die Track-Limits. Sorry oder so. Nein, die Track-Limits sind 1:1 im Trockenen wie im Nassen gleich. Ich meine, wenn man hier über den Körb drüber rutscht oder so, gibt es trotzdem die Verwarnung. Vettel auf 3 hat ein gutes Qualifying, auch einen guten Riecher, dass die Trockenbedingungen nicht lange anhalten werden. Hatte wahrscheinlich auch einen guten Wetterbericht. Blöd, dass wir so ein paar Probleme hatten. Hier nochmal. Yes, Mann, wir sind Dritter. Das wäre schon mal ein Podium für beide. Aber Perez zu überholen wird eine Mammutaufgabe auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich muss hier einen richtigen Bären stemmen. Also der Perez, der lässt sich nicht gut überholen. Ich will natürlich Massa den Sieg gönnen. Wir sind weit genug vorne. Das war auch von mir von Anfang an klar. Ich wollte da nicht jetzt irgendwie noch eine Kollision zwischen uns beiden oder so, dass Massa da vielleicht sogar noch rausfliegt. Nein, also Massa darf oder soll das Rennen gewinnen. Wir sind bei Mercedes oder bei Red Bull. Er darf gewinnen. Ich bin ja auch der Chef, also ich darf das entscheiden. Und ja, es wird ziemlich spannend. Also ich kann zwar ein bisschen mithalten, aber auch, oh mein Gott, Perez hier mit einem Grutscher. Trotzdem, Sola beim Rausbeschleunigen ein bisschen Ticken besser, aber ja, das ist halt zu minimal. Jetzt kommen wir schön dran, schnellste Rennrunde, sollte es mal jetzt für uns sein. Genau, 1:41:1 und oh mein Gott, Alter, der bleibt da voll drauf. Ich meine, es war ein bisschen dumm. Ich wollte ja auch, da war ich ein bisschen auf dieser, oh mein Gott. So, das war bis jetzt noch nicht gerade so das Beste. Es hat ein bisschen viel Zeit jetzt gekostet. Gucken wir uns mal die Replay an gegen so manche andere. Das ist mal hier mal Fernando. Da sind wir echt schön an ihn dran gekommen. Hier auch viel Schwung mitgenommen aus der Kurve raus. Und ja, da sind wir zwar dran gekommen und dann hier in der letzten Kurve irgendwie sind wir da vorbeigekommen. Ich weiß nicht genau, hat er ja ein Problem? Hat das rote Licht geblinkt oder so? Ich weiß es nicht genau. Wir sind in der 7. Runde und jetzt sind wir sehr nah an Sergio Perez dran. Yes, Mann, beim Rausbeschleunigen Ticken besser. Und jetzt könnte es was werden. Es könnte es was werden. Wir probieren es. Okay, es könnte nichts werden. Der zieht hier davon. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt kommen wir wieder dran. Rechts, jetzt hat er auch eine Lücke gelassen. Und da sind wir vorbei. Yes, Mann. Wir gehen zu weit. Ach du heilige Scheiße, da war ein Dings drin, irgendwas war da drin, eine fette Wasserwelle, ich habe keine Ahnung, dürften wir hier einen kleinen Fluss erwischt haben, uns hat so hardcore weggedreht, dass wir wirklich
abnormal. Also hier, das ist nicht so einfach. Ich glaube, es wird schon langsam auch zu nass für die Trocken, also für diese Interreifen. Es ist schon echt hardcore, dieser Regen. Es erinnert mich ein bisschen an Kanada. Nein, es war nicht Kanada, oder? Ich glaube, es war... Ich weiß nicht genau, welches Rennen das war. Also es erinnert mich eigentlich ein bisschen. Jetzt sind wir an Sergio Perez dran. Jetzt könnte es was werden. Runter hier. Jetzt endlich mal. Wir müssen uns sputen. Das sind nur noch 3 Runden. Und ich muss vorbei. Ich will vorbei. Es ist unser Ziel. Wir sind hier sehr gut unterwegs, hatten natürlich auch ein bisschen Glück durch das Qualifying von Massa, dass er da weiter vorne ist. Und jetzt, zack, im Windschatten geht's raus. Und wir fahren nebeneinander runter. Massa schenkt uns hier ein bisschen Windschatten und ich glaube, das könnte es werden. Wir ziehen hier vor ihm und haben endlich. Okay. Und haben endlich hier... Nein, Mann. Ja, und ich habe mich am Anfang vielleicht ein bisschen zu sehr gespielt und dann sind die Vorderreifen aber richtig down gegangen. Jetzt hier in der schnellen Kurve ist eigentlich nur Platz für einen, aber Perez sieht das ein, dass wir da das schnellere Auto waren oder den besseren Exit hatten. Das war sehr gut, hatte mega Spaß gemacht und jetzt sind wir endlich auf dem zweiten Platz. Das wird hoffentlich, wenn nichts schief geht, Motorschaden vom Massa oder auch noch ein Dreher oder so, könnte es heute der erste Doppelsieg für unser Team werden. Drückt uns die Daumen auf jeden Fall. Ich würde es auch machen. Ich würde mich echt freuen, wenn wir das schaffen könnten. Wäre das echt toll. So, da gucken wir uns hier nochmal die Replay an. Da geht es neben Massa in diese, ja, in diese enge Kurve rein. Alter, die Kamera ist richtig nass. Beim Rostbeschleunigen ein bisschen zu viel gewollt, zu früh aufs Gas gegangen, dann ist er wieder vorbei und dann hier Vollgas reingestochen. Das sind Überholmanöver, die sind echt krank, weil da kann so viel schief gehen und wir haben sie hier gewuppt, auf jeden Fall. Letzte Runde, beziehungsweise letzter Sektor unseres Frankreich Grand Prix. Wir sind hier nah an Massa dran, auch nur mit einem komfortablen Vorsprung von nur einer Sekunde. Zu Perez, und die ist jetzt sogar geschmolzen, zu Perez gewinnen wir hier Doppelsieg für ITU Racing, beziehungsweise I2U Racing, okay. I2U Racing. Ich bin echt, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Das war ein perfektes Rennen, hatte mega Spaß gemacht und ja, war natürlich ein bisschen langweilig, weil kein Boxenstopp und keine Action drin war. Aber wir hatten, jetzt hat uns Perez überholt. Wir hatten natürlich hier unsere eigene Action. Wir mussten immer wieder gegen Perez da, der echt ein sehr, 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 sehr gutes Rennen gefahren ist. Fahren. Und hier ist Massa, der... Für mich der Drive of the Day, er hat das Rennen gemanagt, er ist gut durchgefahren und verdient gewonnen, wirklich. Also Massa, heute der Drive of the Day, ein super Rennen gefahren, mega, und er hat natürlich den Grundstein schon im Qualifying und dann beim Start gemacht, dann sehr gut durchgehalten, wirklich. Also dass der einen Win holt, ich weiß nicht genau, ob ich will mir trotzdem den anderen Fahrer holen, auch wenn er... echt gut war, also oder ist, ja, kann sich ja noch beweisen, sicher, Österreich kommt noch, dann kommt noch Großbritannien und ich glaube nach Ungarn, zwischen Ungarn und Belgien ist die Sommerpause und da müssen wir uns entscheiden, sehen, Massa kann sich freuen, ich meine, der holt nie Fettpunkte und dann, bam, ist ein Regenrennen da und boom, der liefert ab, das hat mich echt gefreut, war echt ein bisschen komisch, aber trotzdem, unser erster Doppelsieg, das ist ein Meilenstein in unserer My-Team-Karriere, dass wir das geschafft haben. In der zweiten Season, das sind auch Fettpunkte, Mercedes sind weit hinten, der erste Mercedes auf 11, der zweite nicht mal in den Top 10, also beide nicht in den Top 10. Das bedeutet, wir haben heute Fettpunkte geholt, Konstrukteursmann, führen wir jetzt an. Und das wäre natürlich toll, wenn wir die gewinnen könnten, da gibt es Fettmillionen, wirklich, und das ist eigentlich das Wichtigste. Der Fahrertitel ist auch super, aber die Konstrukteurs-WM ist noch viel wichtiger. Norrie, ein Regengott normalerweise, aber heute hat er ein bisschen abgeschissen. Nein, ein bisschen natürlich sind alle überrascht worden von den Qualifying-Bedingungen, dass die so schnell durcheinander, oder dass das so durcheinander war, denke ich mal. Gott sei Dank auch kein Flügelschaden oder so, wobei das teilweise... Da hätte ich echt teilweise geglaubt, das ist ein Flügelschaden. Ich probiere auch immer wieder so ein bisschen hier durchzukaufen. Unser Windkanal sieht schon echt verdammt klasse aus. Und ja, wir werden hier mal ein bisschen... Es wird wehtun, aber wir werden das hier mal kaufen.
Das war echt eine sehr teure Investition, aber trotzdem, hier Aero-Paket geht noch ein bisschen was, Motor geht irgendwie nie was, das dauert ewig, bis dein Upgrade fertig ist, deswegen investiere ich auch immer schon in Strapazierfähigkeit, weil das für mich aktuell ein bisschen was bringt. Ich meine, wir haben ihn in 5 Rennen gerade mal, wir konnten 7 Rennen mit einem Getriebe fahren, und dann selbst hätte ich das nicht mal tauschen müssen in Kanada, aber ich wollte halt, weil ich hier schon ein Rennen drüber war, abonniert gerne den Channel kostenlos, für mehr vom Lines, aber auch für Adventkalender und Reactions, schaut auch gerne auf unseren Instagram-ITU-Gaming-Account vorbei oder auch gern auf TikTok ITU-JT oder its-Tobi. Da gibt es auch immer wieder vom Lance Content. Links sind wie immer alle unten in der Bio oder einfach hier abschreiben. Vielen Dank, ciao. Game like I'ma run it back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.